So, komm mal, war gute Arbeit, ihr Krümel. Bei Epic Battle Fantasy 5 machen wir wieder ein bisschen weiter. Bei der Erkundung optionaler Dungeons. Jawohl. Zwei weitere möchte ich auf jeden Fall heute schaffen, bevor ich wieder aufhöre. Und passenderweise sind die eigentlich ziemlich nah sogar beieinander, wie ich das mitbekommen habe. Nämlich hier in der Nähe von dem Herrn, wer erinnert sich noch? Der Floßbauer. Da soll es hier in der Nähe gleich zwei Stück geben, die ziemlich nah beieinander sind. So, ich hoffe, meine Maus hört jetzt auf mit dem Gezicke. Ich glaube, sie wird langsam doch alt. Hat mich gerade voll bisschen aufgehalten. Das Batterielicht war eigentlich noch grün. Daran kann es nicht liegen. Aber okay, hier sollen sich Dungeons befinden. Ja, da sehen wir schon einen. Der wird bewacht. Und da hoch soll noch einer sein. Aber ich dachte mir, ich mache mir den, der bewacht wird, hier zuerst. Aber hier ist noch Loot. Den nehmen wir gerade mal mit. Da war auch ein bisschen neue Ausrüstung dabei. Muss ich nochmal... Ah ja, dann sind wir hier. Mhm. Okay. Erst noch den Loot mitnehmen. Ist preislich immer gut. Na komm. Bevor wir nochmal extra her surfen müssen, schnappen wir uns das Zeug da drüben. Auch gleich. Danke für deinen Boost. Gem Idols. Ist eine Weile her. Wind und Unlicht. Ich glaube, dafür aber die falschen Sachen. Ha. Oh Gott, was habe ich ihm für einen Schwert gerade gegeben? Erde. Das ist natürlich... Naja, gut. Ist nur 50%. Ich weiß noch nicht ganz genau, was uns da unten erwartet, weil alles spoilen wollte ich mir damit nicht. Ich habe mir nun angeschaut, wo die Eingänge sind, aber nicht so viel, was da drinnen abgeht. Bam, 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 bam. Die habe ich gesucht. So. Ratatatatat. Au, au, au. Der sieht sogar... Der sah aus wie ein Mauzi-Kopf. Okay, das war cool. So. Ja, das ist gerade echt blöd, weil er hat überhaupt nichts, womit er euch wirklich wehtun kann. Ha, mit dem Schwert. Naja, gut. Sie hat zumindest das hier. Wo war hier? Oh, tschüss. Ich will eigentlich nur einen Loot hinten dran. Das zählt schon. Zu dem Dungeon dazu. Da gab es keine XP. Aber ich wollte nicht nochmal da hoch mit dem Floß, deswegen. Hallo. Kann ich einfach an dir vorbeilaufen? Okay. Was hast du uns noch zu erzählen? Slasher, der Zombie. Er beschnüffelt uns und sagt, wir sind kein Zombie. Aber er lässt uns trotzdem durch. Er wurde angewiesen, alle durchzulassen, die Vollversion von dem Spiel haben. Also die Steam-Version quasi. Also, ja, wir haben die Ehre. Ja, von der Seite lässt sich das schön nicht lesen. Im Norden sind die vergessenen Ruinen. Wenn man dem Fluss nach Süden folgt, kommt man zum Regenbogentor, Rainbow Gate. Und im Untergrund ist der geheime Zombie-Dungeon. Da gehen wir jetzt hin. Jawohl. Hallo. Den Kollegen, den kriegen wir so aber nicht darüber geschoben. Fällt mir mal so auf. Aber man kann hier so rumlaufen. Alles klar. Hier natürlich wieder optionale Areale, bla bla bla. Kennen wir ja schon. Ist derselbe Text bei jedem Dungeon. Bin ich mal gespannt, ob uns hier unten auch noch was Neues begegnet. So wie Mineshaft Maze. Teil der Roboter kannten wir noch nicht. Udo-Püppchen brennen gut, gell? So. Ja, halbwegs. Halbwegs.
Was ist die nächste Welle? Kennen wir auch alle schon. Na gut. Alles vergiftet. Gut, ihr heilt euch damit. Ich finde das aber nicht sehr witzig, was ihr da macht. Mit dem Säureregen, den ihr da gerade verursacht habt. Das fand ich nicht gut. Die sind weg. Na, wie war das bei euch mit Bombe? Neutral. Alles klar. Immer feste drauf. Der lässt es schon wieder Säure regnen. Hat ihm aber nichts gebracht. Dein Pech. Oh, der lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. Der lebt aber auch noch mit einem Millimeter. Komm. Hallo. Dankeschön. Na, heute ist aber irgendwie wieder ein bisschen zickelig. In den Frames. Die es nachher auf YouTube genießen, die haben natürlich kein Problem. Ah, da geht's lang. Die kriegen nachher eine bessere Version, aber es ist trotzdem schade für alle, die... Oh, da unten bin ich. Okay, und dann... War das eine Sackgasse? Oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt. Oh Gott, Hilfe. Wenn man nicht sieht, wo man hintritt, ist das schon gefährlich. Ja, ja, sie ist fast runtergerutscht. Ja, mal lieber aufpassen, wo du hintrittst. Es geht ziemlich tief runter. Gefährlich, gefährlich. Na toll. Die werden... Entweder kriege ich sie blatt, was ich nicht glaube. Oder sie explodieren mir gleich alle ins Gesicht. Na gut, die erste Welle haben wir blatt gekriegt. Aber die zweite... Ne, doch, die Ohrs hat es umgehauen. Sehr gut. Darf ich auch mal wieder was machen, bitte? Danke. Ja, wobei macht... Ja, das macht gerade keinen Sinn. Die Dinger bestehen ja selber aus Erde. Also. Ja, jetzt steht nur noch der. Reicht der Double Shot, oder? Ja, tschüss. Ah, okay, die werden jetzt explodieren. Vergiften meine Leute. Nicht sehr gut, nicht sehr gut. Selbst auf Easy finde ich das nicht sehr witzig, aber jetzt brennen wir. Okay. Der erste ist zerbrochen. Und jetzt konnte man mit Feuer angreifen. Okay. Die Spiegel funktionieren ja auch wieder unterschiedlich. Du brauchst kein Doppel. Das müsste reichen. Hallo. In mir wächst das Verlangen nach Menschenfleisch. Oh Gott. Oh, ich hätte nicht hierher kommen sollen. Sie haben mich alle gewarnt. Jetzt ist auf jeden Fall irgendwas mit mir nicht mehr in Ordnung. Wir gehen mal besser lieber weiter. Die nächste Person, die sie trifft, wird es ihr schon erklären. Oder wir könnten sie von ihrem Leid erlösen. Da muss ich ausnahmsweise Lance mal zustimmen, aber... Das ist ein NPC. Ich glaube nicht, dass wir da
Einfluss drauf haben. Naja. So, du kommst mal rüber. Noch ein Stück. Haha, das habe ich nämlich erwartet. Mir fällt aber gerade mal noch so auf. Ja, das war genau der Abstand für so eine Leiter. Schoko-Slimes. Haha, die heilen sich mit Erde. Na, wobei, wenn er den ersten Schlag macht gegen die Zombies, ist es gut. Und tschüss. Oh, zwei große Schokos. Ui. Da hat ein bisschen mehr aus. Ich möchte auch gerne mal wieder. Der holt sich Hast und Auto-Revive und fängt an, hier Zeug zu fressen. Kannst du mal... Du hast zwei Sachen hintereinander gegessen. Eieiei. Naja, gut, es ist immer persönlicher Stapel. Also nicht das Inventar. Was wir mühsam zusammengekratzt haben. Ich weiß auch noch nicht, was hier für Boss drin ist. Wahrscheinlich irgendwas Untotes. Ja, ein Boost ist schon mal gut. Das ist allerdings nicht gut. Könntest du bitte aufhören, dich so satt zu fressen? Eieiei. Aber ich gebe recht. Die sehen so lecker aus, diese Schokoslimes. So. Und dann haben wir eh noch Fressalien hier drin, also warum nicht? Aber ich habe euch erst alle gefüttert. Eine Höhle voller Zombies. Naja. Nennt es auch einfach nur Eingebung, aber es hat wohl bestimmt irgendwas mit der verfluchten Wald zu tun. Wow. Ich wusste nie, dass es diesen Ort gibt. Ich bin eigentlich sonst nicht so der Kundschafter. Höhlen sind auch ziemlich gefährlich. Du musst immer nach versteckten Lavaflüssen Ausschau halten oder allem möglichen Krabbelzeug. Es kann auch irgendwo Gaslecks geben. Also sollte man schon genau nachdenken, bevor man ein Streichholz anzündet. Und auf dem Bild hat er natürlich gerade dann mal die Kippe an. Mhm. Also wenn es Kaboom macht, lernt's was. Das sieht schon irgendwie cool aus. Hier. Dieser Schädel da. Creepy. Okay, du willst euch da in den Weg stellen. Ich sehe vier mögliche Wege. Gehen wir erstmal an der Lenz-Voodoo-Puppe da vorbei. Erze sind hier unten sehr beliebt. Die brennen aber leider nicht alle gut. Naja. Aber vorher ist gut gegen die Puppen. Na, das da. Auf zu Welle 2. Ja, mit dem Zeug. Hasis! Danke fürs Heilen. Was sehr lange gehalten hat. Aber okay. Doin. Damit er überhaupt irgendwas Sinnvolles macht. So. Und tschüss. Eine äußerst unangenehme Zusammensetzung. Der heilt sich mit Blitz. Die heilen sich mit Dunkelheit. Und Feuer ist auch nicht... Ne. Die haben 50% Resistenz. Als die Masters sind.
Dann hauen wir halt eine Bombe rein. Das war besser als nichts. Meine M-Def runterhauen und dann gleich natürlich einen hinterher. Das war gemein. Das war gemein. Ja, jetzt bist du aber tot. Und tschüss. Ja, Fledermäuschen zu dir kommen. Ei, nee, schon wieder so ein Kack. Oh. Aber kein Schalter, um die Stacheln umzulegen. Doch, zwei Schalter, um die Stacheln umzulegen. Ei. Mal gucken, ob ich das selber gelöst kriege. Schauen wir mal gleich. Erst holen wir uns den Loot, der auf jeden Fall sicher ist. Das sind die Eishunde, das geht nicht. Und das ist ein Master, der hat sowieso 50% auf alles. Ja. Damit sind die schon mal fort. Ja, renn du ruhig weg. Tschüss. Oder recht normaler. Hau drauf. Alles Eisgegner. Okay. Ja gut, außer dem Master. Aber bisher weiß ich noch gar nicht, womit ich mich jetzt hier ausstatten soll. Also ganz ehrlich. Schwierig. Die Gegner sind hier sehr, sehr bunt. Mal schauen. Erde funktioniert halt auch nicht gegen alles. Keiner von euch. Na gut. Keiner von euch beiden wird werden, aber jetzt vielleicht. Ja, jetzt ist einer Berserker. Ah, nein! Können Sie nicht woanders aufs Klo gehen? Wer freut sich über XP? Dabei gibt es keine XP in den Dungeons. So. Oh, nochmal Boosts. Jede Menge Espresso. Sehr schön. So. Das da ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Der muss irgendwie zum Schluss drankommen. Man muss auf jeden Fall eine Schaltung umlegen, sonst kommt man nicht dahin. Jetzt muss ich nur wissen. Du funktionierst so. Okay. Ha. Aber wenn ich das umschläge, um da reinzukommen. Naja, da muss es eigentlich eher andersrum sein. Aber das ist so eine blöde Sackgasse da. Ha? Weil wenn man einmal hier reingeht, wenn man die Stacheln umgelegt hat, um da wieder rauszukommen, das geht nicht. Wie hat er sich das vorgestellt? Oh Gott, die werden immer kniffliger, furchtbar. An den Minen vorbei kommt man ja auch nicht. Wie hat er sich das vorgestellt? Ich hab da echt keine Ahnung.
Ah, Moment mal. Geht das? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich laufe jetzt einfach mal. Ja, die kann man da tatsächlich hinlegen, okay. Und garantiert. Ah, okay. Okay, dann habe ich eventuell. Habe ich es eventuell. Moment. So, weil sonst, ja, sonst geht das nicht. Und wie gehe ich dann weiter? So vielleicht. Dann halt hier oben drüber. Aber ich habe den Schalter da oben gelegt. Ich muss den, glaube ich, wieder. Nee, der muss so sein. Sonst geht's ja nicht, klar. Klar, der muss so bleiben. Und dann liege ich mir den Fisch so wahrscheinlich. Du redest mit mir? Ah ja. Ihr seid sehr weit gekommen. Ach, Fiebel, wie übersetzt man das? Wie übersetzt man das am besten? Schwach. Okay. Schwach klingt gut. Aber wir sind gar nicht so schwach. Wir sind jetzt. Kann gerade den Level nicht einsehen. Irgendwas über Level 30 sind wir auf jeden Fall schon. Ihr seid weit gekommen, schwache kleine Menschen. Seid ihr nicht vielleicht zu tief hineingewandert? Wir wissen hier unten, wie ihr schmeckt. Nein, danke. Versuch's nicht mal. Vielleicht nur mal knabbern? Nein. Okay, ich hätte nicht erwartet, dass wir das einsammeln können. Aber okay, wir haben ein Kackehäufchen eingesammelt. Es sollte am besten einen sehr guten Grund geben, warum man das einsammeln sollte. Ja. Und dann. So, jetzt muss ich hier überlegen. Ja, das müsste gehen, weil die. Ah nein, die Platte ist ja kaputt. Jetzt bin ich aus Versehen draufgelaufen. Verdammt. Jetzt muss ich mir das wieder umlegen. Verdammt. Bin aus Versehen zu weit gelaufen. Oh. Wollte ja eigentlich nur an den Schalter, so. Beziehungsweise an das eine Feld da. Das muss ich mir jetzt aber offen lassen, sonst funktioniert das nicht. Wie komme ich hier weiter? So vielleicht. Dann kann ich mir da aufmachen. Dann muss ich mir den wahrscheinlich voraktivieren oder irgendwie so. Ha! Genau. Wie kommen wir jetzt wieder raus, Dalla? So. Her damit. Oh, ein Hundehut. Noch ein Ding, das die Chance erhöht, Gegner einzufangen. Oh, warum nicht? Aber mit anderen Resistenzen. Interesting. Ja, und du willst unbedingt einer auf die Nase, also komm her. Ihr seid schon so wild auf Kloppe. So, glücklich. Gut. Ja, mit dem Kaffee. Nur mehr von euch.
Was? Den Spiegel haben wir noch nicht? Ah, okay. Also begegnet ist er uns garantiert schon. Ich erinnere mich da an das mit dem Geweih. Aber ich habe ihn wohl nicht eingesammelt. So, nachgeholt. Was machen wir jetzt? Machen wir einen von euch so weg. Ah, hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Du gibst uns wieder den Moralboost. Brauche ihn nicht unbedingt. So. Mit Buskämpfen könnte ich den gebrauchen. Ja komm, das ist jetzt übertrieben. Für die paar Millimeter. So, tschüss. Ja, mit dem Zeug. Ah ne, Quatsch. Ich will ja jetzt gerade darüber. Ich fühle mich so beobachtet hier unten. Ach nein, diese ganzen Augen da im Hintergrund sind mir auch schon aufgefallen. Auf der Karte vorher waren auch schon welche. Ich beobachte dich immer. Natalie, mach dir da bloß geile Gedanken. Alles klar. Oh Gott, Steinplattenschieberätsel. Ist der genau drei Felder groß? Ah ja, der muss da unten hin. Wenn ich das richtig verstehe. Aber erstmal müssen die hier weg. Und der Twitch-Inspektor meckert jetzt irgendwas von Instabil. Na, jetzt hat sie es wieder. Ich hatte aber auch vorhin so allgemein ein paar Probleme. Ich glaube, dass da die irgendwas an der Baustelle erwischt haben. Aber solange es nicht komplett zusammengeracht, ist gut. So, gib her. Hattet ihr die Dinger schon immer? Da habe ich auch mal wieder Dankeschön. Zombies verbrennen oder... Na komm. Schmelzen wir Stahl. Der lebt noch, verdammt. Hätte er nicht mal. Na gut, jetzt ist er auch tot. Der ergibt sich. Und tschüss. Nee, Quack. Alle auf einmal. So, möglichst viele auf einmal treffen. Das ist noch ein Cooldown. Dunkel war bei euch keine gute Idee. Dann machen wir wohl Bombe. Und tschüss. Her damit. So. Jetzt kann ich nämlich auch hier durch. Ich sehe nur gerade ein Problem. Wenn ich dich verschiebe, um da hinten dran zu kommen. Ah. Dann kann ich aber den da nicht mehr schieben. Wenn ich den eins runterschiebe, komme ich aber nicht dahin. Da steht was von Exit. Ach, der ist wahrscheinlich... Ja, der resettet das dann, aber toll.
muss ich trotzdem wieder dahin. Ist ein One-Way-Exit, alles klar. Falls wir es vergeigen. Na gut. Aber irgendwie muss man doch dahin kommen. Und das geht nur so. Bleibt er aber jetzt auch dort liegen, wenn ich denn... Nee, das wird sich doch garantiert. Die Kiste da unten kann man garantiert... Na, gehst du da runter? Die kann man verschieben. Okay. Ich dachte, die ist fest. Gut, dass ich das ausprobiert habe. Weil dann macht das auch Sinn. Ah, aber das geht nicht mehr. Okay. Ich hab's gleich. Hoppala. Also wenn ich das schiebe, kann ich den hochschieben. Und dann müsste ich den aber noch runter... Okay. Ich glaube, jetzt hat's Klick gemacht. Lütütü. Da rein. So. Dann komme ich nämlich hier hin. Aber ich muss den erst noch so da stehen lassen. Damit ich hier dran komme. So, und dann komme ich hier hin. Dann. Ich befürchte, das war nicht gut. Ich muss irgendwie dann trotzdem noch dahin kommen. Alles klar. Er macht doch manchmal ein paar fiese Sachen hier, muss man schon sagen. So. Also das war soweit richtig. Dann ist halt die Frage... Den dann doch nicht eher nach unten zu schieben? Ja, das geht. Wenn ich den nur einen da hochschiebe... Hoppala, dann komme ich nämlich hier dran und kann ihn dann... Haha, bin selber drauf gekommen. Na. Ein Schwert. Ja, es ist eine Axt, aber es ist eine Waffe für Matt, deswegen Sword. Blitz. Nice. Aber macht hier drin wahrscheinlich keinen Sinn. Bist du ein Gegner? Nein. Sollen wir noch so ein Ding einsammeln? Ist das ein Schlüssel-Item zufällig? Ja. Okay. Dann gibt es vielleicht noch einen NPC, der das sucht. Ich habe noch nicht abgegebene Schlüssel-Items, merke ich gerade. Lalala. Gott, habe ich viele von diesen Ostereiern gesammelt. Die sind alles weiter gedroppt, obwohl Ostern schon vorbei war. Da will schon der nächste Kloppe. Ich glaube, ich habe da gerade noch eine Idee gehabt. Gleich nach dem Kampf. Da ist mir doch gerade eben noch ein Detail aufgefallen. Ja, gebt euch ruhig. Dann mache ich nämlich... Nee, nicht den Debuff.
Ah, die Buffs hatten alle die anderen, stimmt. Ja, gut. Dann machen wir halt was anderes. Greift einen Gegner an, alle. Das können wir machen. Aber so zum Spaß. Die Punkte kriegen wir ja noch wieder. Tschüssi. Ja, okay. Vor Gatzen und Darkbush habe ich jetzt keine Angst. Ja, der gibt uns noch Moral. Auch gut. So. Dunkle Büsche. War jetzt die Erdwaffe natürlich gut, aber das... diese Multi-Attacke ist gerade aufgebraucht. Das trifft die Katzen ganz gut. Steht da noch eine. Und ratatatatat. Tschüssi. Der schmeißt Steine. Der flitzt um wie so eine Flipperkugel. Ah, der kommt angerollt. So. Eis müsste doch ganz gut sein. Na, mehr oder weniger. Den da. Der macht dem nicht sehr viel, aber den meisten anderen. So. Wie war das nochmal mit Erde bei dir? So. Das geht. So. Damit ist der futsch. Doppelschuss? Ich glaube nicht. Na ja, doch, hat gereicht. Auf, komm weiter, da gibt's nichts zu berechnen. Eine Schnecke, die wir ärgern können. Gibt's hier noch was versteckt? Habe ich mir doch gedacht, dass da noch was versteckt ist. Noch so ein Ding. Noch mehr Steinblöcke, Puzzle. Es muss immer diese blöde Blockschieberei geben. Sogar Zombies müssen da durch, ja. Das ist Hölle. Für dich, ja. Ein paar krumme Blöcke diesmal dabei. Okay. Aber ich muss mir nur einen Durchgang schubsen. Oder wie ist das gemeint? Da ist nochmal so ein Ding. Ach, mir war ja gerade eben noch kurz was eingefallen. Moment. Das hier. Ja. Ah, hab's mir schon gedacht. Hab mir das schon gedacht. So, schauen wir mal. Wenn wir da durch und hier, dann kommen wir hier lang. Aber dann. Was bringt uns das? Ah, okay. Ich muss die aktivieren. Boop. Da haben wir nochmal drei von denen. Ha, ich komme aber da unten nicht mehr dran. Stelle ich gerade fest. Ich komme dann hier dran, aber nicht da. Nee, komme ich nicht dran. Okay. Ah. Das war doof. Aber komm, können wir da mal gerade abstellen? Okay. Wenn ich dich jetzt da ganz runter schiebe, komme ich aber nicht mehr da dran. So. Dann räumen wir die mal schnell ab. Das ist fest, da kommt man nicht dran. Wie soll man den schieben?
Ach, da, wo der da drauf sitzt, kann man das schieben. Ja, kann man. Okay. Ein Zombie namens Vegan. Ich habe diese coole neue Diät ausprobiert. Ich kann essen, was immer ich will. Außer Fleisch, Eiern oder irgendwas, was ich tatsächlich mag. Ich glaube nicht, dass du sehr lange überleben wirst mit dieser Art Diät. Nicht als Zombie. Nicht als Zombie. So. So, jetzt haben wir aber das gelöst, das Problem. Jetzt muss ich nur... Der muss da wieder weg. Aber wenn ich den... Ach nee, das geht ja nicht wegen dem Steinrand. Aber das geht. Dann komme ich dahin. Aber dann komme ich da nicht mehr dran, weil ich mir den jetzt in den Weg geschoben habe. Aber ich komme. Na, hier lang. Aber dann nicht mehr da hoch, weil ich mir den Stein dahin geschoben habe. Ich depp. Das war dumm. Was wäre die beste Reihenfolge? Was wäre die beste Reihenfolge? Da ich ja jetzt weiß, dass man den da unten schieben kann, komme ich da auch wieder hin. Wie bin ich vorhin dahin gekommen? So, ne? Zack. Dann habe ich das hochgeschoben, bin da dran gekommen. Voll. Der hier muss weg. Geht aber nicht. Ah, ist das fies, ist das fies. Ich muss den ja da wegbekommen. Es geht dort nicht mehr. Hä? Also so komme ich sonst nicht an den Dreier da unten. Mein armes Gehirn. Gott, oh Gott. Mein armes Gehirn. Denke mal, das ist aber sicher. Das kann man eigentlich auch so sicher lassen. Und dann? Nee, schade, geht nicht. Ah. Ich hatte gehofft. Nee, ist da ganz dumm im Weg. Die eine Säule. Hoppala. Aber die kriege ich auch nicht mehr hochgeschoben dann. Das geht auch nicht. Ich komme nicht drauf. Ich guck's jetzt nach. Ich guck's mir jetzt nach.
ist das das? Muss ich mal gucken. Ich glaube, das ist es. Man soll die links zuerst schubsen. Okay. Das habe ich eigentlich auch schon gehabt. Da drauf treten. Dann soll man das ganz rechts machen. Sicher? Seid ihr euch da sicher? Okay. Den hier sollen wir dann schubsen. Aber wie komme ich dann da wieder runter? Ihr Witzkekse. Wie soll das funktionieren? Der Lösungsvorschlag hier funktioniert auch nicht. Da lese ich das gerade falsch. Es ist auf Englisch. Von der linken Seite die zwei Blöcke nach oben schieben und auf das Ding laufen. Dann den rechts. Und da drauf. Den rechts nach unten. Und da drauf. Ja, das habe ich gemacht. Dann sind nur noch drei Blöcke übrig, die man bewegen soll. Ich soll einen, der unten ist, nach links schubsen. Dann einen rechts nach unten. Hätte es nicht vielleicht Sinn gemacht? Nein. Weil dann komme ich doch. Ah, doch, okay. Ich glaube, ich hab's verstanden, wie das gemeint ist. Bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ja. Also den Durchgang muss ich mir auf jeden Fall mal frei machen, ne? Aber der schubst doch den zuerst. Da hat aber was falsch geschubst. Also die zwei blockieren sowieso nichts, also. Aber vielleicht, wenn ich den weit genug darüber schubse. Dann ging ja doch das hier. Dann komme ich dahin. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz. Ah, okay, das war jetzt Unsinn. Also die Lösungsbeschreibung, die hilft mir auf jeden Fall nicht weiter. Zack. Aber das hier muss ich mir auf jeden Fall offen halten. Das ist auf jeden Fall eine Option. So, dann komme ich da. Na? Dahin.
nicht mehr das da. Und dann. Jetzt aber. Irgendwie war das so merkwürdig beschrieben, dass ich das... So war das vielleicht gemeint. Noch ein Schwert. HP minus 20. Drachenfeder. Ein Windschwert. Gibt gelegentlich Hast. Hast finde ich nicht schlecht. Ja, du willst, dass wir da Kackehäufchen schon nochmal 4 bei dir abholen. Dann machen wir das. Blutfledermäuse waren nicht feuerresistent, aber ja. Feuer macht gegen die Creeps nicht viel Sinn. Wupp. Bombenschaden. So. Irgendwie hatte das nicht so ganz funktioniert. Ja gut, die halt's, aber die Fledermäuse halt es nicht. Wo ist mein Eiszauber? So. Ja, sehr schön. Ich glaube, den ignoriere ich mal für eine Runde. Wo ist mein Doppelschussdach? Dass der eingefroren ist. Hör auf, dich zu heilen. Wir sind nochmal dran. Jetzt aber. Und schon wieder ist Twitch instabil. Was soll denn das? Was ist denn da heute los? Was ist denn heute los? Ich hoffe, die haben nichts kaputt gemacht mit ihrer blöden Baustelle. Mann. Ich check mal ganz kurz, ob noch ein paar andere Sachen so laufen, wie sie das sollen. Ups, nein. Sicherheitskopie wollen wir keine machen. Bin mal gleich wieder da. Ich guck mal an dem Laptop, ob die Sachen alle irgendwie noch funktionieren, wie sie sollen. Oder ob das jetzt gerade nur am Tower liegt. Aber ein kleines Hallöle schmeiße ich noch kurz zurück an den Destis. Ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Verbindungsschwierigkeiten. Aber ich lasse es mal weiterlaufen. Ich werde mal die Verbindung nicht trennen. Ich werde noch mal kurz an einem anderen Rechner was ausprobieren.